Willkommen zurück zu Let's Play Rift. Ja, wir stehen hier am Narbenmoor. Beziehungsweise in die Richtung geht's. Und ja, wir sollen den Chronolink bei Eliams Monument benutzen. Untote besiegen, sammeln und aktivieren, was das Zeug hält. Ich würde sagen, das machen wir auch erstmal, bevor wir losgehen. Die Buffs sind abgelaufen. Das heißt, wir buffen uns nochmal ganz kurz nach. Und dann geht es auch schon los. So. Wir müssen einmal hier um diese, naja, Ruine ist es nicht, aber um diesen Schutzwall oder was das darstellen soll. So, dann holen wir auch mal den ersten Untoten hier ran. Ich muss gerade mal gucken, ich muss mal wieder ein bisschen ins Spiel hier reinkommen, denn nach den Klausuren, beziehungsweise während der Klausuren, konnte ich leider nicht ausführlich spielen, beziehungsweise erst recht nicht aufnehmen. Also ich hätte schon gekonnt, aber man legt halt die Prioritäten ein wenig anders. So, zack, den knüppeln wir runter. Besiegt die Untoten der Eisernen Festung. 1 von 10. Da ist so ein Magier. Ne, wir holen erstmal das Skelett hier. Achso, das sind die elenden Toten. Das sind schon wieder ganz andere. So, wir müssen, glaube ich, besiegt die Untoten und die elenden Untoten. Okay, dann wird wahrscheinlich der zu den normalen Untoten gehören. Ja, super. Jetzt kommt dann noch so ein Assassinen-Freak gleich an. So. Achso, der ist noch gar nicht fertig. Und drücke hier die ganze Zeit hier diesen gewaltigen Schlag. So, was haben wir hier hinten? Schattendrescher. Brauchen wir auf jeden Fall auch für... Achso, aktiviert Schattenbrecher für die Motten ins Licht. Oh, schlammiges Tagebuch vergibt eine Quests. Quests, genau, in der Mehrzahl. Quatsch. B ist natürlich das Inventar. Und wo haben wir es hier? Ein letzter Auftrag. Ihr habt von der Leiche eines untoten Soldaten ein vermonertes, mit Schlamm beschmutztes Tagebuch besorgt. Hier steht besorgen. Also deswegen irritieren mich die Sätze. Entweder lese ich total grammatikalisch falsch vor, oder steht hier total grammatikalisch falsch hier drin. Naja, ist auch egal. Der letzte Eintrag lautet... Der verräterische Abelus sei verdammt. Der Sergeant befahl uns beiden, die Beute zu bewachen, die wir von Jakobs Männern... Komm an hier. Von Jakobs Männern, nahmen. Aber Abelus stach mir in den Rücken und floh mit dem Gold. Falls jemand dieses Tagebuch finden sollte, so flehe ich ihn an, es meiner Tochter Adele Martins in Meridian zu bringen. Oh, da gibt's sogar Belohnungen. Einen schicken Gürtel, der besser ist als unser aktueller. Das habe ich das jetzt angenommen? Nee. Ich bin auch so schusselig wieder. So, das bringen wir bei Bedarf wieder in die Hauptstadt Meridian. So, und kassieren einen schicken Gürtel dafür. Das machen wir doch glatt. So. Den haben wir auch gleich. Dann würde ich sagen, müssen wir diese Schattendrescher aktivieren. Ich würde aber sagen, wir hauen auch erstmal diese ganzen... Holen wir mal ein paar hier ran. Ach Mist, das ist ein Magier. Ja, super. Vielleicht soll ich... Oh, Level Up. Vielleicht soll ich auch vorher mal gucken, was... was das für ein Viech ist, was wir da erstmal ranholen. Und nicht einfach blindlings hier alles pullen. Naja, egal. So, Schattendrescher aktiviert. Passiert auch was? Ach, wir brauchen nur einen aktivieren. Besiegt die Untoten in der Nähe der Schattendrescher. Naja, würde ich sagen, bleiben wir mal hier stehen und holen die mal hier ran. Wichtig. Achso. Ach Mist, das ist so ein Fernkampf. Jetzt komm ran hier. Ach, müssen wir auch noch besiegen, oder? Na super. So, dann hoffe ich, dass wir gleich einen kritischen kassieren, damit wir die Heilung auslösen können. Ich meine, wir können für dieses Doktrin, so heißt es glaube ich, ne? Ne, Dogma, können wir uns eine Heilung holen. So eine Instant-Heilung. Die ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber hier heilen wir uns ein bisschen. So. Okay, Notiz an mich, keine Fernkämpfer mehr holen. Das ist kein Fernkämpfer. So, den holen wir hier ran. Na, komm schon. Na, super. Das Skelett haben wir natürlich auch gleich noch mit. Ah, sehr schön. Los, du darfst auch rankommen hier. Sehr schön. Alle beide. Und
da sie gestunt werden und uns nicht angreifen können. Ach Mist, das geht nur über begrenzte Zeit. Egal. Ich meine, den kriegen wir hier noch gut runter. Die Klingenmeister der eisernen Feste oder Festung. So, zack. Und du auch noch. Zack, gewaltigen Schlag. Da fliegt ihm schon der Unterkiefer weg. So. Mal kurz nachdotten. Und schön alles looten. Ja, und ich guck mal, ob ich das schon mal geskillt habe. Ich weiß es gerade nicht. Das ist nämlich eine Rächerfähigkeit. Nee, haben wir gar nicht. Wir haben überhaupt gar keine Heilung, oder? Nee. Wir haben nur diese Passivheilung. Hm. Ja, super. Dann würde ich sagen, machen wir das Ding da vorne mal klar. Dann können wir den Fuzzi da ranholen. So. Die Zauberer müssen auch endlich mal hier vernichtet werden. Nicht immer nur die Nahkämpfer. So, dann haben wir den down. Achso, den brauchen wir gar nicht mehr. Egal. Oh, zwei Stück gleich. Wir brauchen allerdings nur noch einen für diese Schattendrescher. Aber ist auch egal. Denn wir brauchen... Da brauchen wir auch nur noch einen, oder? Ja. Von den anderen brauchen wir noch 8 Stück von diesen Skeletten hier. Ich glaube, ich nehme meinen Mauszeiger wieder nicht mehr mit auf. Ich vergesse das hier jetzt mal einzustellen. Das tut mir echt leid. So. Oder ich muss echt mal mit Fraps aufnehmen, weil Fraps scheint keine Probleme mit dem Mauszeiger zu haben. Allerdings gefällt mir die X-Ray für die Aufnahme mittlerweile sehr viel besser, weil man die Audiospuren separat aufnehmen kann und dann hinterher einfach besser den Sound abmischen kann. So, müssen aufpassen, dass der da nicht angeschissen kommt. So, da haben wir den auch. Ach, hier läuft doch gerade noch einer vor unserem Hammer her. Flinte kann ich ja leider nicht sagen. Auch wenn ich gerade noch ein bisschen Red Faction aufgenommen habe. Aber hier gibt's ja... Natürlich gibt's hier Schusswaffen, aber unser Charakter beherrscht keine Schusswaffen. So, wieder voll heilen. Also ich weiß nicht, auf diese Heilung als Konterparade möchte ich mich nicht verlassen. Ganz ehrlich. Die ploppt dafür zu selten auf. Und mit jedem... Also wir kriegen ja am Ende noch ein bisschen mehr Defense. Und in Form von Parieren und so. Und da sehe ich das schon ein bisschen kritisch, dass das überhaupt auslöst. Weil soweit ich weiß, ich habe jetzt gerade nicht mehr auf den Tooltip geachtet. Soweit ich weiß, löst dieser... Zauber nenne ich das jetzt mal nur aus, wenn wir einen kritischen Treffer kassieren. Ja. Und je mehr Defense wir haben, desto mehr, desto weniger kritische Treffer wir kassieren, desto weniger löst dieser Heilspruch aus. Deswegen möchte ich noch lieber was ein bisschen in der Hinterhand haben. Und ich glaube, deswegen werde ich auch diese Dogma-Heilung skillen. Werde ich aber noch drauf eingehen. Wenn wir das tatsächlich skillen. So, wir müssen ja die ganze Zeit noch schändliche Erbstücke jetzt weiß ich nicht, sammeln. Genau, sammeln. Dann gehen wir mal hier hin. An den Knochenmännern hier vorbei. Ja, wo ist denn jetzt hier ein Erbstück? Hm. Hier wird angezeigt, dass hier ein Erbstück ist. Ist damit der Pfeil hier gemeint? Nee. Das ist natürlich jetzt blöd. Gehe ich erstmal da oben hin. Und hol den mit der Henkersaxt ab. Den Verwüster. Den verwüsten wir gleich mal seine Visage mit unserem schicken Zweihandhammer. So, den hätten wir. So, ach, hier ist auch noch was. In die Richtung. Sammeln. Horans verfluchte Karaffe. Ja, aber wo? Das können wir alles gar nicht einsammeln. Ach, wir müssen die Verwüster töten. Das sehe ich jetzt gerade erst. Ach so, das ist... Okay, dann muss da vorne auch ein Name gestanden haben, den ich mal wieder total übersehen habe. Das ist nämlich Haron. Und wir brauchen Harons verfluchte Karaffe. So, die werden wir uns natürlich jetzt auch mal gleich holen hier. Das ist ganz schön zäh, der Junge.
Der Streitlustige. So, da haben wir sie. Brauchen wir hier noch einen von? Ja! Das ist sehr schön. Dann haben wir das Ding nämlich auch komplett. Das heißt, wir müssen nur noch diese Sammelquests machen. Ja. Nee, wir müssen den Chronolink noch benutzen. Naja, wird noch. So, dann müssen wir mal wieder zur Statue hier zurück. Klingenmeister. Was haben wir hier noch? Scharmützler. Zauberer. Zauberer. Das soll hier sein. Was soll denn hier sein? Ach so, benutzt den Chronolink. Ach so, das sollen wir hier machen. Dann machen wir das gleich mal. Zack. Und jetzt? Benutzt den Chronolink. Ach so, bei Jakobs Grab. Ach, natürlich. Eure Zeit ist um, Jakob. Ich hätte euch längst töten sollen, Elian. Die Macht der Götter stehe mir bei. Welche Magie ist das? Endlich ist die Freimark wahrhaftig frei. Ja, wenn du das sagst. Das ist auch cool, die greifen uns nicht an. Naja, zumindest für 7-6 Sekunden noch. Die sind jetzt gelb, die würden uns nicht angreifen. Aber ich vermute, wenn die Zeit hier oben abläuft vom Chronolink, zack, jetzt sehen wir wieder rot und würden uns angreifen. Naja. So, da unten ist Abelus. Ach ja, da habe ich was im Tagebuch von dem gelesen. So, da räumen wir erstmal seine Kumpanie aus dem Weg, damit die uns gleich nicht gefährlich werden. Weil nichts so schlimmer als die ganzen Ads zu ziehen. Dann wird es nämlich immer knapper und knapper. Ach so, keine freie Sicht. Natürlich nicht. So, Abelus Crane. Wir sind dein Richter. So, der geht aber besser runter als der andere, oder? Habe ich zumindest... Ah, seht ihr, jetzt haben wir natürlich den Ed an der Backe. Ah, wir schaffen es nicht mit dem Gegenheilen, mit der Rächerfähigkeit. Also das ist noch ein bisschen ausbaufähig. Möchte ich das mal... Haben wir einen Heiltrank? Obwohl... Nee, haben wir gar nicht, ne? So, zack. Ja, super. Jetzt müssen wir warten, bis wir uns voll geheilt haben hier. Was heißt voll geheilt, bis dieser Balken sich hier auflegt? Ah, was ist denn da vorne? Chaotisches Götzenbild, ich glaube. Ach, Mist. Jetzt treffe ich wenigstens kritisch. Ah, endlich. So. Ach, Mann. Los. Ah, gut, da haben wir nochmal die Heilung kassiert. Ach, jetzt kommt der Affe da gleich noch. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen weg hier. Nicht, dass der gleich auch nochmal kommt. Ach, den brauchen wir gar nicht, ne? Ach so. Doch, das war eine andere Quest. So. Allerdings brauchen wir jetzt noch... Was ist hier unten? Tyrots Buch. Komm, dann machen wir dich hier auch nochmal weg. Dieses kleine Skelett schaffe natürlich noch mit der Hälfte der Lebensenergie. Sehr schön. Die klappen nämlich ein bisschen besser zusammen als das Erz. So, ich versuche mich mal hier ein bisschen durch die Linien zu schleichen. Ja, komm schon. Zack, und den Gegenschlag. Und das Erz nehme mit. Zinnader. So, na super, jetzt müssen wir natürlich erstmal hochkommen. Ist gar nicht so leicht, Mensch. So, zack, dann haben wir das schon mal. Wo ist denn der? Da muss der... Ach, hier ist er. Na, komm ran. Ja, die Toten warten echt auf deine Rückkehr. Wir schicken dich nämlich jetzt in dein Grab. So. Sehr schön, dann haben wir das auch. Und den Knochenmann hauen wir auch nochmal aus dem Laden. So, das heißt, wir brauchen nur noch Kalebs heulende Axt. Ach so, hier ist Chronolink und Grab.
Wo ist denn dieser Caleb? Ach, hier hinten. Wir gehen total falsch. Das heißt, wir gehen erstmal auf den regulären Weg. Denn hier vorne konnte man eine Quest irgendwo abgeben. Wahrscheinlich gibt es dann auch gleich eine Folgequest, wenn das schon hier hinten alles ist. Werden wir alles machen. So, schwacher Heiltrank. Yay. Ach, ich habe das so alles in meiner Leiste, aber habe ich da im Inventar noch rumgeguckt. So, ich gehe erstmal in die Richtung, denn wie ihr hier oben seht, ach, das ist von hier kommen wir doch, ne? Das ist doch diese Festung da. Was ist denn hier vorne? Hier ist so ein, so eine Enzyklopädie. Keine Ahnung. Hier ist auch wieder saftiges Grün, Bestien und Erz. Na komm, machen wir nächste Mal. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal die verbleibenden, zwei Sachen. Einmal Kalebs heulende Axt und wir müssen den Chronolink an Jakobs Grab benutzen. Ich denke, das machen wir jetzt noch. Das ist nochmal ein schöner Abschluss für diese Folge. Oh, ein Wasserriss. Ich finde, die sehen eigentlich recht cool aus, diese Wasserrisse. So, wir müssen da oben rein in diese Festung. Naja, dann gehen wir da mal rein. Oder soll ich erst abgeben? Nee, komm, wir gehen da jetzt rein. Ach, ich hätte einfach hier vorne durch die Mauern gehen müssen. Das ist nämlich auch sehr schön, weil da nämlich ein Erz ist. Das nehmen wir natürlich gleich mit. Da ist es. Komm ran hier. Und bring gleich deinen Verwüster mit. So. Die gehen recht gut down, muss ich sagen, diese kleinen Skelette. Hier die mit den Rüstungen machen mir noch ein bisschen Sorgen. Es heißt Sorgen. Wenn da zu viele Adden ist, natürlich Mist, ne? Da müssen wir aufpassen, dass wir gleich nicht die ganze Armee der Untoten hier an der Backe haben. So. Na super. Hier ist natürlich alles bewacht. Ja, komm, bring deinen Kollegen da hinten auch noch mit. Ich meine, die sterben ja schnell genug, als dass die eh eine Bedrohung für uns hier darstellen. So, zack, der erste schon kaputt. Und den hauen wir auch noch aus den Latschen. So, komm, letzter Schlag hier. Und fertig. So, was haben wir hier? Hier sind Wächter. Was haben wir da? Ein Artefakt. Das wird ja aber besser. So. Ach, Mist. So. Wie, keine freie Sicht. Ich hatte doch schon freie Sicht. So, dann hauen wir den mal weg. Und dann würde ich sagen, hauen wir die Invasoren mal zurück. Level 13 sind die. Wir sind Level 14. Ich merke, ach, was mache ich da? Falscher. Nein. Naja, egal. Wir haben noch einen Punkt zu verteilen. Und den hauen wir natürlich in die Schamanenfertigkeit. Was haben wir letztes Mal ausgebaut? Überwältigen erhöht den Schaden bei kritischen Treffern. Genau, erhöhen wir nochmal um 4% auf insgesamt 16. Und kriegen altersloses Eis. Bewirkt, dass alle Nahkampf-Angriffsfähigkeiten 10% Mana des Klerikers regenerieren. Dauer beträgt 10 Sekunden. Das ist doch schön. Dann hauen wir das mal hier in der Mitte. Dann können wir das immer aktivieren. So, da haben wir auch noch Erz. Es wird ja mal besser. So, du kriegst dein Fett auch noch weg, auch wenn du keins mehr hast. Also deine Diät war erfolgreich. So. Dann holen wir uns das Erz hier noch. Dann haben wir hier noch Scharmützler. Den holen wir auch noch mal ran. So, hier sind unsere letzten Ziele. Für diese Quests, die noch offen sind. Also zwei Stück noch. So, dann nehmen wir den noch runter. Und den noch. Nee, ich will keine öffentliche Gruppe. Das heißt, hier ist irgendwo wieder ein Spieler, aber ich wollte das eigentlich machen. Naja. Allerdings würde ich sagen, da die Zeit sich dem Ende zuneigt, ich mache hier einen kleinen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder, ich mache hier die Aufnahmen direkt im Anschluss, allerdings lade ich das erst am nächsten Tag hoch. In der nächsten Folge seht ihr, wie wir, na super, ich muss mich beeilen. Also, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß beim Zuschauen und bis dann.